Hallo meine lieben Crime Cats, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dem neuen Video. Und zwar ist es diesmal ein ziemlich schlimmer Fall. Es geht nämlich schon mal die Triggerwarnung um den Tod und die Misshandlung von der kleinen Star Hobson. Der Fall hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, unter anderem natürlich auch meine und sollte natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich wollte jetzt kurz vorm Jahreswechsel halt nochmal der kleinen gedenken, dass sie nicht vergessen ist. Und ja, der Fall hat auch sehr viel Aufsehen erregt, weil fünfmal das Jugendamt vor Ort war und nichts getan hat. Aber ich würde sagen, wir starten mal gemeinsam in den Fall rein. Und wie immer versuche ich es bestmöglich, so mit meinen Worten wiederzugeben. Ja, und ja. Ich hoffe, wir kriegen das zusammen gut hin, denke ich mal. Star Hobson wird geboren am 21. Mai und ist verstorben ja leider schon am 22. September 2020 mit 16 Monaten durch massive Gewalt, die der Corona-Gerichtsmediziner sagt, es einem Autounfall gleichkommt. Also so schlimm war das, als hätte das Kind einen Autounfall gehabt. Die Eltern von Star, das sind Jordan Hobson und Frankie Smith, die einen Monat nach der Geburt von der kleinen Star erst 18 Jahre alt wurde. Frankie Smith ist nicht nur ziemlich jung, ist auch vom Intellekt, ich sag mal, nicht so gut bemittelt wie andere. Sie hat einen IQ von 70 und das ist schon weit, weit das untere Drittel. Also auch sehr beeinflussbar, wie später vor Gericht dargestellt wird. Sie trennte sich von dem Vater des Kindes. Und zwar war es halt so, sie konnte irgendwie ihrem Drang nicht widerstehen. Also wollte sie weiterhin ausgehen wie all die Gleichaltrigen vielleicht noch, nur dass sie halt ein Kind hatte. Ne? Das war eigentlich auch kein Problem, weil da ist ein guter Großvater gewesen. Und dass das Kind untergebracht werden konnte, war immer der Fall. Und der Vater selber hat ja auch aufgepasst. Bei einem dieser Streichzüge dann ist sie halt in ihren Stammclub gegangen und hat dann dort, zu dem Zeitpunkt war sie 27 Jahre alt, die Savannah Brockhill kennengelernt. Die ist nicht nur der Türsteherin, die ist auch so eine Sicherheitsbeamtin oder macht Wachdienst. Es entwickelt sich zwischen den beiden eine Beziehung und diese Beziehung ist ziemlich turbulent. Also, weil die Savannah, die ist ziemlich eifersüchtig und es kommt immer wieder zu Reibereien, weil die Frankie dann halt ausgehen will oder sie denkt, sie würde sie vielleicht betrügen. Sie droht auch öffentlich jedem, der sie anschreiben würde, also ihre Freundin Frankie, sie auf den Stuhl zu setzen, elektrischen Stuhl, meinte sie wahrscheinlich in einer der Snapchat-Nachrichten. Weiterhin sagte sie da auch, wenn ihr sowas macht, dann habt ihr den Psycho Nummer 1 am Hals, nämlich mich. Das ist dann auch so, dass die beiden während der Corona-Krise die erste eigene Wohnung halt bekommen. Und da will sie dann wohnen mit ihr und mit der kleinen Star. Durch dieses turbulente Hin und Her allerdings kam es dann quasi zu einem großen Bruch, einer großen Trennung. So dass die Frankie bei ihren Großeltern auf der Matte stand und nachgefragt hat, ob sie quasi die Kleine wieder abgeben könnte. Also, ob sie die Kleine dann abgeben könnte. Der Großvater heißt übrigens David Fawcett, also der ist auch sehr um das Wohlergehen von der Kleinen immer bemüht gewesen, genau wie die Anna Smith, die Oma. Und in diesen 11 Wochen, weil sie hatten schon eine Veränderung bemerkt, nicht nur bei der Frankie, die hatte öfters auch blaue Flecken oder hat wohl auch schon ein blaues Auge geschlagen bekommen von der Savannah aus Eifersucht im Club. Und also sie ist eher der Part, der untergebuttert wird und die Savannah ist eher der dominante, aggressive Part in der gesamten Beziehung. Und sie kommt dann quasi 11 Wochen später bei den Großeltern wieder an und will die Star eigentlich nur für eine Stunde mitnehmen.
Das ist denen eigentlich nicht so recht, weil in der Zeit, denen war halt auch aufgefallen, dass die Kleine immer deprimierter wurde. Die hatte blaue Flecken. Wir kommen gleich auch zu der ganzen Agenda, dass das Jugendamt genug involviert war und nichts gemacht wurde. Das habe ich wieder so chronologisch zusammengefasst. Und ja, und die waren total besorgt, weil die auch von der Savannah gar nichts hielten. Da gab es auch Sachen wie zum Beispiel, dass sie mit ihr sehr ruppig beim Grillen bei der Schwester von der Frankie mit der Kleinen umgegangen ist. Und es gab auch etliche verstörende Videos, die gedreht wurden oder mal auf Facebook gestellt. Ganz, ganz merkwürdig. Also so, sie hält sie auf dem Arm, singt ihr was vor und sagt, ach, du bist aber ein ernstes kleines Mädchen. Man merkt, das Kind will eigentlich weg. Und auch eins, wo die Kleine auf dem Boden sitzt und die eigene Mutter sie fragt, die Frankie, liebst du Mami? Und da musst du ganz lange überlegen und dann sagt sie, ja. Und dann kommt der Kommentar drunter, sie musste drüber nachdenken, aber sie weiß es. Außerdem fanden die eine ganze Zeit lang lustig, Fotos zu machen, wie das Kind total erschöpft und müde vom Kinderstuhl fällt, mit dem Kopf auf den Boden knallt oder halt in ihrer Essensschüssel einschläft, weil das Kind so müde ist. Und die fanden das lustig und haben da Sachen drunter geschrieben, wie sie hat's, wenn sie merkt, dass sie es vermasselt hat. Also gar nicht so toll, also wirklich überhaupt nicht. Sie haben dann die Kleine, wollten sie dann auch über Nacht noch behalten. Und der Großvater wurde auch immer nervöser, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eine WhatsApp kam, die auch ziemlich unverschämt war, eher auch den Ton enthielt, den die Savannah anschlagen würde gegenüber ihnen. Und zwar war so der genaue Wortlaut, ich hatte das jetzt so ein bisschen übersetzt, ganz genau kann man das ja dann manchmal gar nicht so einfassen. Aber sie sollen sich fernhalten, sie sollen die Kleine nicht mehr sehen, sie sollen die Kleine nicht mehr anfassen. Das ist unser Kind, das ist unsere Tochter. Und ja, da war der Opa natürlich ziemlich verzweifelt. Und wir gehen jetzt auch mal drauf ein, warum er so verzweifelt war. Ich habe ja schon erzählt, ein paar komische Videos, es gab Verletzungen. Ihr seht das auch auf den Fotos, die ich einblende, die ich wichtig finde. Die hat die Polizei veröffentlicht. Und zwar fing die erste Beschwerde an am 23. Januar 2020. Das war von Smiths Freundin und manchmal Babysitterin Holly Jones. Die hat sich an den Sozialdienst gewendet, weil sie halt gesehen hat, dass mit dem Kind nicht richtig umgegangen wird. Zum Beispiel wird es an einem Bein festgehalten oder es werden Wrestling-Moves mit dem Kind geübt. Also nichts für über eine Einjährige. Drei Tage später kam dann quasi die Polizei, aber es wurden keine Bedenken geäußert. Die Sozialdienste, die versuchten am 28. Januar Smith zu besuchen, aber sie war nicht zu Hause. Und dann wurde halt ihre Familie noch angesprochen und es wurden keine Probleme angesprochen oder aufgetan, ihrer Meinung nach, ne, sodass dann die Akte am 27. Februar wieder geschlossen wurde. Die Holly hat auch dazu was ganz Gutes gesagt. Ihr könnt ja auch auf dem, es gibt da überall Videos zu, natürlich in Englisch, aber wenn ihr die schauen wollt. Die hat da ganz richtig gesagt, was bringt es, wenn eine Behörde anruft und sagt, wir sind in einer Stunde da. Was haben die gemacht? Die haben das Kind geschminkt, die haben das Kind schön angezogen und ihr auf den Arm gedrückt und sie musste noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Das nächste Mal wurde das Jugendamt kontaktiert am 5. Mai von der Anita Smith, die Urgroßmutter von Star. Die kontaktierte die Sozialdienste wegen Bedenken hinsichtlich der Behandlung der Kleinen, des Babys. Sie besuchten sie, aber es gab weder beim Baby noch bei der Mutter blaue Flecken. Ja, vielleicht wieder überschminkt oder so. Jetzt kommt's weiter. Am 21. Juli 2020 hat Jordan Hobson, Stars Vater, verwies Smith und Brookhill, also seine Ex und die Partnerin, an die Sozialdienste, hat sich da beschwert, nachdem sie halt Bilder gesehen hatten, die das Paar von dem verletzten Gesicht seiner Tochter geteilt hatte. Also unglaublich. Ihr seht das Bild. Die Polizei besuchte erneut das Haus und sah die Markierungen auf dem Kopf des Babys. Smith hat ihnen dann halt gesagt, Star hat sich den Kopf am Griff eines Couchtisches angeschlagen und eine ärztliche Untersuchung ergab zwei Blutergüsse auf
auf ihrer Wange und 4 auf der Rückseite des Beines bei ihr. Am 23. Juni 2020, die Sozialdienste werden erneut von Rachel Ridley, einer engen Freundin von Smiths Mutter Yvonne Spendley, kontaktiert. Sie hatte sich Sorgen darüber gemacht, wie Smith da bei einem Grillfest behandelt und sie grob hochgehoben hat. Frau Witzel sagte damals, ich fand es ekelhaft, ihr Grillgerichte zu geben, wie sie mit dir umgegangen ist. Die Sozialdienste schlossen den Fall im Juli erneut ab. Also sie waren wohl auch sehr gut immer im Erzählen und Reden, besonders die Savannah, die hat das halt gemacht, ne? Am 2. September 2020, Frank Smith, der Urgroßvater väterlicherseits von Star, machte die Sozialdienste auf ein Video mit Star mit blauen Flecken im Gesicht aufmerksam. Ihr seht das? Sie bemerkten, dass Star so unsicher auf den Beinen war, dass sie in ein Sofa rannte, während sie dort waren. Es gab auch Blutergüsse auf ihrer Wange und ihrem rechten Schienbein, aber Brockel sagte, sie sei die Treppe heruntergefallen. Also die kamen wieder vorbei und es wurde dann wieder eine Lüge erzählt, wobei zu dem Zeitpunkt sollte angeblich die Frankie auch im Urlaub gewesen sein in Schottland. So richtig konnte man das nicht ermitteln, aber die Savannah war mit ihr wohl eine ganze Zeit lang alleine. Das Jugendamt sagte auch später, die Savannah hat den Polizisten erzählt, was die Sozialarbeiterin halt gesagt hat und fügte hinzu, Sozialdienste kamen, um Star zu sehen. Sie überprüften ihren Körper, ihr Schlafzimmer, unterhielt sich mit uns über Star. Sie sagte, der Bericht sei böswillig. Am 15. September schlossen die Sozialdienste den Fall ab und schlossen tatsächlich, dass die Überweisung, also auf eine böswillige Überweisung. Es hieß, weil die lesbisch sind und sie Zigeunerin ist, will der Urgroßvater ihr einen reinwürgen. Sie war eine Woche später tot. Und ihr seht die Bilder. Da, das ist nämlich der Post von dem Opa, der, das seht ihr, das Kind ist verletzt, Vor- und Nachher-Bilder sind das. Und er sagt ja auch, was ist los, Frankie? 5 Wochen später und das Kind sieht so aus auf gut Deutsch. Was ist da los, ne? Also ganz schrecklich. Der Urgroßvater David Fawcett sagte auch, die mangelnde Reaktion der Sozialdienste war unglaublich. Sie haben nichts unternommen. Und wir haben die Beschwerde als Unruhestifter abgetan, weil wir Zigeuner oder gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht mochten. Wie ich gerade gesagt habe, das war dann auch nochmal der Wortlaut vom Vater, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Ganz schlimm fand ich auch die Aussage von der Großmutter. Du weißt, wenn wir nichts unternehmen, weißt du, dass die kleine Star bald wirklich ein Stern am Himmel ist. Also zum Großvater. Es gibt auch ein ganz verstörendes Video, das hat die Polizei gefunden oder vielmehr derjenige, dem der Schrottplatz gehört. Da ist sie halt regelmäßig, den Wachdienst hat sie da gemacht. Warum sie jetzt da mit dem Kind hingefahren ist, weiß kein Mensch. Ist vielleicht nicht so ein toller Ort für ein Kind, keine Ahnung. Und auf diesem Video sieht man, wie die Savannah quasi 21 Mal die Kleine schlägt. 21 Mal. Immer halt zurück. Einmal ist die Kleine so benommen, dass die aus dem Auto fällt. Auch halt, wie gesagt, dieser angebliche Wrestling-Move, der mit ihr gemacht wurde. Das Kind ist so klein. Und wir reden von einer ehemaligen Boxer oder noch Boxerin, Türsteherin. Die Susanna, die ist schon eine wirklich durchtriebene gewesen, meiner Meinung nach. Die ist zwar mit 10 Jahren von der Schule gegangen, aber hatte so ein Zigeunerleben halt. Und ihre Sprache war eigentlich immer Gewalt. Gewalt und Eifersucht. Und sie wollte auch der Kleinen die Haare komplett abschneiden, um aus ihren Zigeunermädchen zu machen. Am 22. September 2020 war es dann soweit. Es wurde ein merkwürdiger Rettungsanruf getätigt von der Savannah. Ich fasse das jetzt so grob zusammen, der die Aussage hatte, dass es einen Unfall gegeben hätte. Es gab einen Knall, es sind noch andere Kinder da. Die Kleine ist wahrscheinlich von der Couch gefallen und sie wollte ihr helfen, hat irgendwie geklopft, der Kleine ist schlecht geworden, sie hat sie hingelegt und sie hat aufgehört zu atmen und sie hätte aber versucht, wieder zu beleben. Also ganz, ganz merkwürdiger Anruf, könnt ihr euch ja mal anhören, wenn ihr möchtet, auf der Webseite. Und die haben übrigens 15 Minuten gewartet, bis sie überhaupt den Rettungsdienst gerufen haben. Haben vorher noch bei Google suchen gestartet. Mädchen aus Schock zurückholen. Was mache ich, wenn Mädchen Schock hat?
Also unglaublich. Überhaupt hat die sehr viel merkwürdiges Zeug gegoogelt. Das hat man im Nachhinein beim Gerichtsprozess rausbekommen. Auch dass die Frankie nicht so unschuldig ist, weil sie hat ja auch die Behörden mit angelogen. Jedes Mal. Und sie hat auch sich an Strafen beteiligt, wie zum Beispiel das Kind unter Wasser halten, damit es still ist. Oh, das ist schrecklich. Ja, dann wollten sie es erst auf die anderen Kinder schieben, die Verletzung, was natürlich kein Mensch geglaubt hat, ne? Und beim Gerichtsprozess sagte dann auch die Autopsie ganz klar aus, dass es sich hier um Mord, ein Verbrechen handelt. Und Star Hobson hatte die folgenden schweren Verletzungen, als sie starb. Sie hatte ein gebrochenes Bein, das während der Heilung nochmal gebrochen wurde. Also es muss verdreht gewesen. Also es muss hier nochmal verdreht geworden sein, dass es nochmal bricht. Und das ist ganz schlimm, weil man sieht auch, deswegen meine ich, die Mutter ist nicht so unschuldig. Die Mutter ist in einem Video zu sehen in der Hall, also in der Mall, so eine Einkaufsmeile, und da schleppt sie die Arme hinter sich her und zieht die, und die hat zu dem Zeitpunkt ja ein gebrochenes Bein. Also unglaublich. Also der Schädel war auch gebrochen, so richtig in ganz kleine Stückchen. Sie hatte auch Blutergüsse erlitten, eine Leberspaltung, einen Riss im Darm und Blutergüsse im unteren Teil der Lunge, und der Bauchspeicheldrüse wurde dem Gericht halt mitgeteilt. Die Folgen solcher Verletzungen waren eine sofortige und starke Blutung in die Bauchhöhle, die einen katastrophalen Blutdruckabfall und Bewusstlosigkeit und Tod innerhalb von Sekunden bis Minuten verursachte. Also die ist innerlich quasi verblutet, die Kleine. Die hatte gar keine Chance gehabt. Überhaupt keine. Das ist so schlimm. Ja, merkt, wie es mich mitnimmt. Ihr euch bestimmt auch. Gerade weil ihr so oft hätte geholfen werden können. Es kam Gott sei Dank dann natürlich zum Gerichtsprozess. Jeder hat die Schuld auf den anderen geschoben. Und es kam halt dazu, dass sie Gott sei Dank, weil sie ist wirklich eine potenzielle Gefahr, 25 Jahre bekommen hat, also lebenslänglich. Und die Frankie hatte erst 8 Jahre nur bekommen. 8 Jahre für ein Kinderleben? Dann ist sie ja nach 4 Jahren wieder draußen, vielleicht bei guter Führung, kann neue Kinder kriegen, um Gottes Willen. Also es ist nochmal nachgebessert worden. Sie ist jetzt für 12 Jahre im Gefängnis. Und was mich auch freut, ist, dass die Savannah, die ist in einem Extraflügel immer untergebracht. Man kann die nicht zu den anderen Gefängnisinsassen tun, weil die ihr schon angedroht haben, sie sofort totzustechen. Also, und den Kindermord zu rächen. Also wird sie isoliert gehalten. Jetzt kommt noch am Ende was ganz, ganz Schlimmes. Das fand ich wirklich total schlimm. Das ist sehr bedrückend, das jetzt zu erzählen, aber es gehört ja mit dazu. Der Vater von der Frankie, der hatte schon seit Jahren auch so Probleme mit Drogen gehabt und hatte mit Depressionen zu kämpfen. Und ja, der hat das ganz, ganz schlecht weggesteckt nur und hat dann. Ihr seht auch gerade das Bild eingeblendet. Und Andrew Smith, und der hat dann mit 50 Jahren eine Überdosis genommen an Drogen. Aber nicht nur eine Überdosis. Er hat ihr ins Gefängnis einen Brief geschickt und gesagt, du kümmerst jetzt dich um dich selber und ich kümmere mich um das kleine Baby. Und hat sich an ihrem 20. Geburtstag umgebracht, weil er damit nicht zurechtkam, dass seine Tochter eine Mörderin ist und mitgeholfen hat, den Enkel umzubringen. Ja, hier seht ihr auch nochmal das Grab oder was die Großeltern so hergerichtet haben. Ja, wir sollten das nochmal als so ein Fall sehen. Ich hoffe, dass auch ihr aufmerksam seid. Wenn euch was auffällt, meldet es sofort. Da wird auch gerade wieder was eingeblendet. Es ist ganz, ganz wichtig, dass bei sowas nicht weggeschaut wird, ne? Das ist so, so wichtig. Und vielen lieben Dank, dass wir das. Ja, toll, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Es war ja ein sehr schlimmer und schrecklicher Fall. Und dass wir zusammen der Star ein bisschen gedenken konnten. Ich habe nur noch eine gute Nachricht. Und zwar
gab es wenigstens eine gute Entwicklung, dass der Chef des Children Services, der für Stars Betreuung zuständig war, der hat seinen Posten gekündigt, wo er 121.000 Pfund pro Jahr bekommen hat, nur wenige Tage bevor Smith und Brockhill vor Gericht kamen. Mark Douglas wurde der dritte Direktor des Children's Services von Bradford, der innerhalb eines turbulenten Zeitraums von 3 Jahren kündigte. Also das hat es wenigstens gebracht, dass der Mann gesagt hat, er schmeißt hin. Man kann auch jetzt nicht einem nur natürlich die Schuld geben, weil das Budget ist ja auch immer sehr gering, aber nee, sowas darf nicht passieren. Was denkt ihr darüber? Ist die Frankie mit schuld? Haltet ihr, dass sie die Unschuldige ist nur und getrieben wurde von der Partnerin, dass sie mit ihr sowas angetan hat, der Kleinen? Sagt mal eure Meinung und dann bitte nochmal, wenn ihr was seht, das ist ganz wichtig, sagt Bescheid, meldet das, passt auf, bleibt ihr gesund, passt auf euch auf und ruft mal wieder jemand an, den ihr lange nicht gesprochen habt oder die Familie. Kuschelt mal wieder jemanden, ob Haustier oder sonstiges, oder fühlt euch wieder von mir gedrückt, imaginär, wenn ihr jetzt keinen habt. Opfere ich mich gerne für euch. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Kommentare und Abonnenten. Total klasse von euch. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Eure Crime Cats. Bye, bye.